Kommen wir etwas zur Politik, auch hier in Wales. Wie sind Sie denn zufrieden mit den Waleser Parteien? Ja, die Politik in Wales, sind wir zufrieden, dass es so ist. Es gibt viele fleißige Betriebe, viele kleine und Mittelbetriebe, die massiv arbeiten. Natürlich aus der Medienbranche auch erwischt. Gott sei Dank bin ich da gut aufgestellt und brauche keine schwarzen Messen nördlich der Donau machen. Ja, ich bin zufrieden und auch Wales geht es gut, kann man sagen. Die Politik des Andreas Rabel kann man auch als gut bezeichnen. Er versucht halt momentan ein bisschen Blau mit Gelb zu mischen, dass er einen grünen Touch drinnen hat. Macht eigentlich ganz gut mit dem grünen Kaiser-Josef-Platz. Eine tolle Lösung, geht nur mit Rabel. Der Rote Platz unter Friedrich Ganzert ist tot und die Buttinger Kreuz-Regierung oder die Buttinger Kreuz-Momente der Stadt Wales sind auch weg, Gott sei Dank. Also man hätte sich wirklich zum Kreml zurück orientieren müssen. Jetzt wird es ein grüner Platz, das wird auch den Herrn Ramersdorfer freuen, das wird viele Wälzer freuen. Das wird auch den Manfred Hochhauser freuen, das ist ein verhinderter Bürgermeisterkandidat, weil den hat ja die eigene SPÖ unter Buttinger und Kreuz und anderen Linksextremisten quasi vor der Wahl abgesägt. Und der Andreas Rabel hätte es nicht so leicht gehabt, bei der letzten Wahl Bürgermeister zu werden, wenn der Manfred Hochhauser an vorderer Front der Sozialdemokratischen Partei, um nicht ins DDR-Fahrwasser zu fallen, in der Sozialdemokratischen Partei gestanden wäre. Aber trotzdem, die Grünen geben Gas und der Listenerste Ramersdorfer gefällt mir irgendwie, weil er jeden Tag fast schon wie Anschuber, wie der Angstschuber, eine Presseaussendung macht und die Dinge, die er angreift, sind eigentlich gut. Ich denke jetzt an die Mauergründe, wo es eine gewisse Berechtigung gibt, so dass man die Grube recycelt. Aber auch andere Dinge von Ramersdorfer, wie zum Beispiel die Rettung des letzten Barackenstücks aus dem Lager 1001, finde ich gut, weil historische Werte gehören aufgehoben und er kümmert sich schwer um Lichteneck und das finde ich auch gut, weil das Schloss Lichteneck ist unsere Redaktionssitzung und das passt eigentlich schon. Ein anderer Politiker, also eines anderen Couleurs, der soll seine Hufe neu nageln, dass er vielleicht doch ein bisschen in den Trab kommt, um dort anzutreten. Und bei der SPÖ ist es so, mit Schinninger haben sie einen guten Mann aufgestellt. Sie sollen nicht nur vor der Wahl die Randy Wagner tief verstecken und ja nicht herholen, weil dann gibt es 3% minus mehr. Und das Ganze rundherum, wenn sie darauf setzt, dass es auf einen Gemeinderat angewiesen sind, der die besten Beziehungen zu den Ausländervereinen hat, dann mögen sie ihn wählen. Ich enthalte mich da der Stimme, aber Wales muss Wales bleiben. Man braucht nicht Ankara oder Afghanistan werden. Und dann fehlen noch die Schwarzen. Da gibt es den Lena und den Cha. Beide sollen jetzt nicht böse sein. Sie leben in einer geschützten Werkstatt. Der eine in der Landesregierung, da kann ihm nichts passieren. Da kann er anstellen, was er will. Der andere ist Chef der Krankenkasse oder Direktionsstellvertreter der Krankenkasse, der halt mitbewirkt hat, dass die Doris Schulz nicht antreten darf, weil sie dafür vom Landeshauptmann große Werbeaufträge bekommen hat. Aber die Schulz hätte Chancen, in Wales die ÖVP nach vorn zu bringen. Der Chefinspektor Weidinger ist ein guter Mann, aber der wird halt noch vor der Wahl seine Probleme mit dem Parteichef in Wales führen, den Neuen. Und der wird sich wahrscheinlich kräftig anlehnen müssen an irgendwo anderen, weil der Parteichef Lehner wird ihm schon die Flügel stützen, was geht.